Hallo, hier bin ich wieder und wir sind gerade auf dem Weg zum Stall. Ich muss mich mal angewöhnen, da in die Kamera zu gucken, weil sonst sieht es mal aus, würde ich oben in die Ecke gucken. Denn heute ist bei uns Fohlen Trail. Das sagt euch vielleicht erstmal nichts, wobei ich glaube, ziemlich viele sogar wissen mittlerweile, was Trail ist. Wir machen das immer mit unseren Jungpferden, das heißt, es wird verschiedene Aufgaben geben und die werden alle nicht geritten. Also jegliche Aufgaben, die es gibt, sind in geführter Form zu absolvieren. Wir machen das schon relativ lange. Wenn ihr uns schon lange folgt, dann kennt ihr das sogar von Quentino. Denn ich habe 2015 oder 2016 mit Quentino mitgemacht und habe auch gewonnen damals. Da war Maren meine Helferin. Es sind immer zwei Menschen, ein Pferd, damit man sich gegenseitig helfen kann. Und es ist immer so, dass irgendjemand sich die Aufgaben ausdenkt und dann auch in der Jury sitzt. Also damals bei Quentino war es meine Mutter, weil die da halt selber kein junges Pferd hat, um mitzumachen. Letztes Jahr war es zum Beispiel ich. Letztes Jahr habe ich mir vier Aufgaben ausgedacht und die Aufgaben sind von Geschicklichkeit bis zur Ruhe, bis zur Geschwindigkeit. Also meistens fängt es halt an mit dem Schönheitswettbewerb. Das ist so mal der erste Part. Damit rechne ich ehrlich gesagt auch heute, denn wir machen mit Kasper mit, da ist Markus, der ist mein Teampartner, denn jetzt habe ich ja wieder ein Jungpferd. Und Schönheitswettbewerb ist so die einzige Aufgabe, mit der man safe rechnen kann. Deswegen habe ich schon mit meiner Mutter gesprochen, dass sie mir so alte Tücher aus dem Atelier runterbringt, weil ich würde die gerne so in so Streifen schneiden und dann in seine Mähne flechten, weil das ist das Einzige, was mir eingefallen ist, wie man Kasper irgendwie so ein bisschen schön machen kann. Also er ist sowieso bildschön, aber ja, keine Ahnung, ich kann ihn jetzt ja nicht mit Fingerfarben anmalen, der ist halt schwarz und ich würde ihn auch nicht wollen, weil das geht irgendwie nicht mehr raus. Oh, ich muss noch meinen Arm abstützen. Genau. Und ansonsten hat sich Ute dieses Jahr die Aufgaben ausgedacht, weil die kein Pferd haben, um mitzumachen. Denn meine Mutter macht mit ihrer Andalusia-Stute mit. Die ist auch erst 3. Und man darf sozusagen immer mit den neuen oder mit den jungen Pferden mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob Meloni letztes Jahr schon war. Ich glaube schon. Sonst dürfte zum Beispiel Meloni, auch wenn sie jetzt schon geritten wird, auch mitmachen, weil die dürfen mal genau einmal mitmachen. Und wir machen das immer einfach einmal im Jahr so intern für uns. Also das ist jetzt nicht irgendwie nach außen hin aufgeschrieben. Ausgeschrieben, oh Gott, Wortwahl. Einfach weil es halt Spaß macht und weil es halt eine super Übung für die Jungpferde ist. Letztes Jahr hat auch der Esel übrigens mitgemacht und er hat auch gewonnen. Weil letztes Jahr hatte ich zum Beispiel die Aufgabe, da musste man mit dem Pferd durch so ein Luftballonbad gehen. Also da hatte ich zwischen zwei Stangen halt Luftballons reingelegt. Das war ein bisschen blöd, weil es super windig an dem Tag waren, die Luftballons mal rausgeflogen sind. Musste dann Kinder an den Rand stellen, die mal die Luftballons aufgefangen haben, wieder reingeschmissen haben und unter so einem Flattervorhang durchgehen. Dann das Pferd in so ein Stangenviereck führen und da musste es dann stehen bleiben, auch wenn der Mensch sozusagen rausgegangen ist. Also es wird immer versucht, dass man Aufgaben hat, die sozusagen jedes Pferd bei irgendeiner Aufgabe gut sein kann. Also zum Beispiel, ich glaube, Kasper wird insgesamt sehr gut sein, weil er einfach sehr ruhig ist und sehr gut zuhört. Aber er kann auch schnell sein. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, so schnell wie möglich mit dem Pferd an der Hand ein Slalom zu traben, ich glaube, dann sind wir da ganz gut drin. Aber er kann, glaube ich, auch ganz gut stehen bleiben. Und bei Quentino gab es zum Beispiel die Aufgabe, man musste einen Fuß hochheben. Und das Pferd, das am längsten sozusagen auf drei Beinen stand, ohne zu zappeln, hat gewonnen. Das war bei Quentino super, weil Quentino, dem kannst du halt stundenlang, ich habe ihm Hinterfuß weggenommen, der steht halt stundenlang zur Not. Und das ist ja aber bei vielen Pferden dann schon so, dass die, naja, nach 30 Sekunden dann schon mal ziehen und sagen, hey, bist du jetzt mal fertig mit Huf auskratzen sozusagen. Also das ist immer ganz lustig, weil, wie gesagt, immer neue Aufgaben dazu kommen und ich werde versuchen, euch mitzunehmen, was die Aufgaben angeht. Also ich werde jetzt hier nicht irgendwie im Stall ein großes Follow-me-around drehen, aber ich werde versuchen, bei jeder Aufgabe jemanden zu finden, der das ein bisschen filmt und dann gucken wir mal, wie der Kasper sich schlägt. Und ihr könnt mir jetzt schon mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Trails auch schon mal mitgemacht habt mit eurem Pferd, ob sowas bei euch am Hof auch gibt oder ob ihr dafür vielleicht sogar schon mal irgendwo hingefahren seid. Ich habe das auch schon mal gesehen, dass es sowas auch auf Turnieren gibt, so freizeitmäßig. Also das würde mich natürlich sehr interessieren und bitte ignoriert Alfredo und Fridolin. Das ist leider der Stress, der zeigt sich dann in wunderschönen kleinen Mitbewohnern auf meinem Gesicht. So, ich kommentiere euch das jetzt mal so ein bisschen. Ich habe die Tour mal angelassen, ich hoffe, es geht. Ich habe euch mal kurz den Vorher-Status gezeigt. Der hatte sich nämlich richtig doll eingesaut. Und wir haben ihn schön geputzt und geschmückt. Und jetzt seht ihr, hey, jetzt passiert. Die erste Aufgabe war dann aufhalftern und rausführen. Das fand er hier kurz blöd. Ich habe nämlich ein neues Halfter drauf gemacht. Und das hat er so ein Plüschding. Und das fand er total komisch, das über seine Nase zu kriegen. Ja, das weiß ich jetzt einfach über euch drüber. Wenn man so eine Mähne eingefahren hat mit so goldenen Bändern und Efeu. Und er hat am Schweif eine riesige goldene Schleife. Das war so cool. Und das hat ihn gar nicht gejuckt. Er war jetzt so bei Führen, war er so ein bisschen irritiert, weil einfach ultra viele Kinder hinter ihm, vor ihm, neben ihm rumgerannt sind. Da war er so ein bisschen, er wollte am liebsten jedem Hallo sagen. Aber das ist ja voll okay. Also kann ich jetzt ehrlich mit leben und diese Schleife lieber zu grüßen. Ja, es gab halt keinen Schönheitswettbewerb im engeren Sinne, sondern das ist süß. Das wurde dann so unter Gesamteindruck
gewertet, aber es war trotzdem lustig, Kaspar mal so sehr bunt herzurichten und schön putzen lässt. Dann war die nächste Aufgabe putzen. Also man sollte halt zeigen, dass das Pferd sich überall putzen lässt, überall erholen lässt und dass er sich gut rauskratzen lässt. Das war jetzt in dem Fall natürlich ein bisschen sinnlos, in Anführungsstrichen, weil er halt schon geputzt war, aber da ging es ja mehr darum, auch den Pferden eine Chance zu geben, die vielleicht ein bisschen schreckhafter sind, dass die hier sozusagen dann einen guten Eindruck hergeben können. Ich muss sagen, Ute hat einen sehr, sehr lieben Trail gebaut. Also da war nichts, was ich jetzt irgendwie besonders krass schwierig fand, so wie letztes Jahr zum Beispiel, dass sie durch so ein Bällebad laufen mussten oder ich davor bei Quintino gab es mal eine Aufgabe, da mussten sie durch so einen Kartonstapel laufen oder so. Das sind so Sachen, wo ich so dachte, weiß ich gar nicht, ob Kaspar das machen würde, weil wir es noch nie geübt haben, aber die waren echt alle moderat. Jetzt hier beim Putzen war er eigentlich auch ganz artig. Er hat da einmal so ein bisschen an mir geschnuppert, aber ansonsten war er eigentlich ganz brav. Ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn alle Kinder an dem Pferd rumfummeln, weil ich mir denke, es ist mein Pferd, bitte hör auf, an meinem Pferd rumzufummeln. Aber ja, wir sind nur ein Hof mit vielen Kindern und zu vielen Kindern gehört auch das Kinder beim Pferd rumfummeln. Und das muss er dann halt irgendwie ab, dass er sich dann trotzdem auf mich konzentriert. Aber deswegen war er so ein bisschen zappeliger, sage ich jetzt mal, als sonst. Weil er einfach abgelenkt war von den ganzen Menschen, die um ihn rumliefen und jeder touchte ihn an und befummelte ihn. Und, aber ich fand, das war immer auch absolut im Rahmen. Also er hat mir hier ganz brav alle vier Füßchen gegeben, hat sich brav von mir überall putzen lassen. Und das zeigt ja, dass so das Fohlen-ABC, sage ich jetzt mal, komplett gut verinnerlicht ist. Also hier ist auch brav auf meine Hilfe gewichen. Also ich wollte, dass er sich umdreht. Da ist er mal kurz nach vorne losgegangen, aber dann war eigentlich alles gut. Und ja, ich habe ihn mal wieder zu lange angebunden. Ich weiß, dass ich das nicht so gut mache. Wir haben dann getauscht, also es sollte ja auch Teamwork sein. Markus war ja mein Teampartner, das heißt, die nächste Aufgabe hat er dann gemacht. Da ging es jetzt darum, dass man Kasper zwischen durch einen Gang führte, wo halt Luftballons rechts, links angebracht waren, die so ein bisschen im Wind geweht haben. Das habe ich, wie gesagt, Markus machen lassen, weil ich mir echt ziemlich sicher war, dass das zwar nicht juckt. Und genauso war es auch, es hat ihn einfach gar nicht interessiert. Max durfte dann auch die nächste Aufgabe machen. Da ging es darum, zwischen zwei Stangen das Pferd durchzuführen. Und da lag so ein Gartenschlauch am Boden. Aber auch das hat ihn einfach überhaupt nicht interessiert. Also da ist er einfach durchgelaufen. Ich weiß nicht, ist auch so eine Aufgabe, die ich persönlich jetzt nicht als mega schwierig finde. Dann habe ich übernommen. Da musste man im Slalom so Schubkarren laufen, wo halt Heu, Stroh und Spreue drin war. Ich habe eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass er jetzt versuchen würde, mich dahin zu zerren, aber man weiß ja nie und dann ist es besser, wenn ich ihn in der Hand habe als Markus. Und dann müssen wir über meine Plane gehen, das war eigentlich das Einzige, wo ich mir ein bisschen unsicher war, ob er das macht, weil wir es halt einfach noch nie geübt haben. Aber auch hier, also er hat kurz geguckt und dann ist er total brav da drüber. Also das ist für mich natürlich auch, da geht mein Herz ein bisschen auf, weil das einfach so eine Charaktereigenschaft im Pferd ist, auf die ich einfach sehr, sehr viel Wert lege, dass ein Pferd einfach unerschrocken und neugierig ist. Ich muss sagen, ich bin einfach nicht der mutigste Reiter auf dieser Welt, das gebe ich ganz offen zu, das ist auch kein Geheimnis. Und ich habe einfach lieber Pferde, die einfach mutig und neugierig sind. Jetzt hier wollte er auch gerne mal dran schnuppern. Das hat ihn halt einfach gar nicht gejuckt, dass da irgendwelche Flatterdinger waren. Da musste man so eine Achtung führen. Und das hat einfach wieder gezeigt, dass Kaspar einfach das absolut richtige Pferd für mich ist, weil er einfach total ruhig und total unerschrocken ist. Jetzt sind wir hier einmal angetrabt. Das hat auch ganz brav gemacht. War da leider ein bisschen uneben, aber okay. Und dann musste man als letzte Aufgabe ihm einen Abschwitzdeck drauf machen. Das habe ich bis jetzt auch nur ein einziges Mal mit ihm gemacht, weil beim Reiten oder beim Longieren schwitzt er jetzt nicht so, dass er eine Abschwitzdecke braucht. Aber als wir ihn geholt haben von der Koppel, da hat er so geschwitzt auf der Hängerfahrt, dass ich ihm die Decke drauf gemacht habe. Und war so das einzige Mal und da hat er das aber auch ganz brav gemacht und hier hat es auch ganz brav gemacht. Ihr seht, da steht ein dicker Werbezug drauf. Die Decke haben wir nämlich auf Turnier gewonnen. Also ich habe sie auf Turnier gewonnen in Warmblut und das passt nur Kaspar. Ja, das war's auch schon. Und jetzt kommt noch ein kleines Outro, aber ich war super happy. So, wir sind jetzt gerade schon wieder auf dem Rückweg. Wir versuchen, Unwetter Sabine ein bisschen zu entfliehen. Hat richtig Spaß gemacht, noch richtig gut. Kaspar war super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass er so gar nicht erschrocken ist. Also auch, dass wir über die Plane laufen, das haben wir noch nie vorher geübt. Und dass er so ein bisschen guckt, wäre ja eigentlich normal gewesen. Aber ihn hat das einfach gar nicht interessiert. So, er war so, okay, cool, machen wir das. Richtig cool. Aber ich muss sagen, auch alle anderen Pferde waren ähnlich brav. Also die waren alle super. Meistens ist ja dann doch so, dass ein, zwei sich schon so ein bisschen aufregen, aber die waren alle mega. Also da war jetzt keiner, der sich irgendwie komplett aufgeregt hat oder irgendwie rumgesprungen ist oder irgendwas. Am Ende hat dann, jetzt war es überbelichtet, Charlie gewonnen, das kleine Falbenpony mit ihrer Reitbeteiligung. Die war natürlich auch super und super süß. Und warum bin ich immer so überbelichtet? Hallo, da ist mein Gesicht. Danke, Handy. Ja, wie fandest du es? Sehr gut. Hast du gesagt? Sehr gut. Das habe ich verstanden. Perfekt. Perfekt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber...
Was hat denn der erste? Achso, du warst ja auch nicht da. Markus war beim Tanken, als sie den Sieger verkündet haben. Ich habe Reitstunden gegeben, deswegen wissen wir gar nicht, was die bekommen haben. Die Ute, die sich die Aufgabe überlegt hat, hat für die irgend so eine kleine Tüte gehabt, weil die waren gestern auf der Reitsportmesse in Magdeburg und da gab es bestimmt Leckerlis und sowas. Aber wer braucht schon Leckerlis? Ist übrigens doch nicht über Halle. Guck mal, es ist hier links neben uns. Das kommt. Ach, man sieht nur dich. Deine Schönheit füllt das Handy so aus. Jetzt sieht man es ein bisschen. Es ist hier so neben Halle. Bis jetzt ist Unwetter. Unwetter. Aber ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag und ja, ich bin ganz begeistert von Kaspar. So kann es gerne weitergehen mit seiner Schreckhaftigkeit. Und ich wünsche, oder wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Tschüss!